Seit einigen Monaten kursieren ja Gerüchte umher, dass wir das Mile High Club DLC mit dem Winter DLC bekommen könnten. Dann hat Rockstar Games einen Post rausgehauen und eigentlich dachte jeder, okay, das Thema ist durch. Seit einigen Tagen verbreiten allerdings andere YouTuber absoluten Schwachsinn über das Mile High Club Gebäude. Im heutigen Video müssen wir jetzt einfach mal darüber aufräumen. Gute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier vom Kanal, hier auf Two Legs, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Na Freunde, endlich ist Wochenende. Was habt ihr vor am Wochenende? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, außer natürlich Freitagabend und Sonntagabend meinen Livestream gucken. Was kann man Besseres machen? Insofern schaltet auf jeden Fall ein. An der Stelle aber nochmal ganz kurz Werbung in eigener Sache, bevor wir starten. Und zwar am Sonntag um 0 Uhr erscheint mein eigener neuer Merch-Shop mit neuen Designs, neuen Produkten. Es wird einfach unnormal heftig und ich bin absolut stolz auf diesen Shop. Wenn ihr also noch Weihnachtsgeschenke sucht oder euch selber was zu Nikolaus gönnen wollt, dann schaut am Sonntag doch gerne mal vorbei. Ich werde es ganz auch nochmal auf Instagram posten, nur hier schon mal als kleine Vorwarnung. Und jetzt würde ich sagen, haben wir auch genug rum erzählt, lasst uns auch direkt mal mit dem Video starten. Let's go! Wie bereits gesagt, werden seit einiger Zeit Gerüchte gestreut und Spielern Hoffnungen gemacht, dass mit dem Winter-DLC das My High Club-Gebäude erscheinen wird bzw. erscheinen könnte. Das Ganze ging bereits im Sommer los und damals hatte ich auch schon ein Video zu diesem Thema gemacht und da war das Ganze für mich eigentlich auch abgehakt. Aber jetzt gibt es nun mal wieder ein paar YouTuber, die meinen, weiterhin an dieser Theorie festhalten zu müssen und euch falsche Hoffnungen zu machen. Wir werden daher heute mal die ganzen Argumente von diesen YouTubern entkräften und anschließend nochmal mit Fakten und der Wahrheit euch auf den Boden der Tatsachen bringen, auch wenn das leider nicht das ist, was ich mir persönlich erhoffe. Ach, das klingt irgendwie immer so böse, als würde ich unsere Träume kaputt machen, aber ich bin nun mal Realist und deswegen muss ich das und bin kein Wunschdenker. Also fangen wir doch direkt mal mit der ersten Theorie an. Das Hauptargument ist ja immer, naja, die Baustelle ist ja schon so lange im Bau und es hat sich noch nie was getan. Rockstar hatte bereits im Sommer bestätigt, dass wir einen neuen Heist an einer neuen Location bekommen und das ist dann bestimmt das My High Club Gebäude. Ja, bis zu diesem Punkt wäre ich vor 2 Wochen auch noch der Meinung gewesen oder hätte sie zwar nicht unterstützt, aber hätte sie zumindest nachvollziehen können. Aber doch spätestens nach dem Post von Rockstar Games von vor 2 Wochen sollte doch wirklich jedem klar sein, was das für eine neue Location sein wird. Denn Rockstar Games schreibt eindeutig im Newswire, dass die neue Location, welche wir ausrauben werden, die neue Insel sein wird, wo wir eben nach Beweisen in Anführungszeichen suchen. Deswegen heißt das DLC schließlich auch Cayo Perico Heist DLC. Ich dachte, das wäre eigentlich jedem klar, aber anscheinend ja leider nicht. Aber das reicht ja einigen nicht. Die nächste Theorie, welche aufgestellt wird, ist die, dass an der Baustelle vom Casino, ihr wisst schon, dieser kleine Teaser, diese kleine Mini-Baustelle, die seit, ich glaube, knapp 3 oder 4 Wochen am Casino ist, dass dort eben ein Aufkleber der Firma STD Contractors angebracht. Jetzt wurde der absolut, Achtung, Ironie, schlaue Gedanke angestellt. Am Casino ist so ein Aufkleber. Am My High Club Gebäude ist so ein Aufkleber. Das heißt, dass wir das My High Club Gebäude bekommen und dass dieses fertig gebaut ist. Ich kann euch sagen, warum am Casino an der kleinen Baustelle dieser Aufkleber ist, warum am My High Club Gebäude dieses Logo angebracht ist. Ganz einfach, weil an jeder verdammten etwas größeren Baustelle in Los Santos solch ein Aufkleber oder dieses Logo zu sehen ist. Wenn wir also die Logik, die hier aufgestellt wurde, weitergehen und sagen, okay, am Casino ist dieses Logo erschienen, am My High Club Gebäude ist dieses Logo, also wird das My High Club Gebäude fertig gebaut, dann müssen ja auch alle Gebäude fertig gebaut werden, die auch dieses Logo tragen. Und das ist das hier und das hier und das hier. Merkt ihr was? Diese Logos gibt es überall in GTA, denn STD Contractors ist halt einfach die Baufirma von GTA 5. Es gibt ganz viele verschiedene Firmen in GTA. iFruit soll Apple sein, was weiß ich. Da gibt es einfach richtig viele Firmen, die eben existieren im Spiel, die die ganze Welt einfach realistischer machen sollen. Und das ist hier eben eine Baufirma und deswegen sind bei allen größeren Bauprojekten im Start eben auch dieses Logo abgebildet. Es hat absolut nichts mit einem Hinweis zu tun. Kommen wir aber mal zum nächsten Argument in Anführungszeichen. Und zwar ist das, dass im ersten Teaser-Trailer von Rockstar Games, das war dieser grüne,
angeblich der Kran weg gewesen wäre beim Mile High Club Gebäude und es somit offiziell von Rockstar Games geleakt wurde, dass dieses fertig gebaut wurde. Wenn man sich den Trailer anschaut, dann muss ich zugeben, dass man dort wirklich keinen Kran über dem Gebäude erkennen kann. Vielleicht ein bisschen mit Fantasie, aber eigentlich nicht wirklich. Gehen wir doch jetzt mal in der Open Lobby an ziemlich die gleiche Location, also am Strand. Ein Meter weiter rechts oder links ist da relativ egal. Dann sehen wir von hier den Kran. Allerdings ist dieser schon ziemlich klein und das Wetter ist ziemlich gut. Das müssen wir jetzt erstmal so festhalten. Jetzt ist die Frage, warum sieht man im Trailer den Kran denn nicht? Naja, vielleicht weil dort ein extrem heftiger Filter drauf liegt und die Pixelanzahl extrem reduziert wurde. Jetzt waren mal ein paar meiner Kollegen so schlau und haben sich gedacht, okay, dann probiere ich das einfach mal nachzustellen und mit einem ähnlichen Filter das gleich zu erzeugen. Dann müsste man ja den Kran auch nicht mehr sehen können, weil es ist ja so ein ähnlicher Filter. An sich ist das auch eine gute Idee. Allerdings sieht man bei diesem Filter nach dieser Filternachbildung den Kran zwar noch, allerdings schon deutlich schlechter. Wenn man dann beide Filter noch einmal miteinander vergleicht, also den, der nachgemacht wurde, und der von Rockstar Games verwendet wurde, dann fällt auf, dass bei dem Trailer von Rockstar Games sowohl die Auflösung noch deutlich geringer ist als bei der Nachbildung, zweitens der Kontrast deutlich reduzierter wurde, also die Unterschiede zwischen Weiß und Schwarz sind geringer und damit sieht man eben auch schlechter die Unterschiede und schlechter die Strukturen. Und dazu kommt noch, dass im Trailer Wolken am Himmel sind und in der Nachbildung eben nicht. Das heißt, wir machen hier einen anderen Filter, wir machen das Ganze bei anderen Wetterbedingungen und so weiter und so fort, bilden das nach und wundern uns dann, obwohl man schon kaum was sieht, dass man es auf einem noch schlechteren Bild, also schlechtere Auflösung, schlechterer Kontrast, schlechteres Wetter und so weiter, dass man da dann nichts mehr sieht, weil das Minimale, was man noch vorher gesehen hat, auf einmal auch noch weg ist. Also ich denke nicht, dass der Kran weg ist, sondern man erkennt ihn halt einfach nicht mehr. Okay, jetzt haben wir knapp 6 Minuten durchgeredet, Zeit für eine kleine Pause. Und diese Pause möchte ich nutzen, um einfach mal darauf aufmerksam zu machen, dass wenn du das Video bis jetzt 6 Minuten lang gesehen hast, dann wird es dir doch auch gefallen haben. Dann kannst du auch gerne ein Abo dalassen, um auch meine künftigen Videos nicht zu verpassen und wirklich top informiert zu sein, was GTA 5, GTA Online, Leaks zu GTA 6 und alles weitere angeht und immer die Wahrheit über diese Leaks hörst und nicht irgendein Wunschdenken. Ach so, und wenn dir so ein Aufklärvideo wie dieses hier gefällt, dann lass doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Support ist kein Mord und mir hilft es wirklich weiter. Aber ich will euch nicht eure kostbare Zeit stehlen, somit würde ich sagen, wir starten direkt mal durch und machen weiter. Wem das jetzt alles immer noch nicht reicht, schauen wir uns doch einfach mal den Post von Text2 an. Dieser hat nämlich bereits im Sommer Folgendes im GTA-Forum gepostet. Ich sehe das Mile High Club Gebäude nicht kommen, da es mit mehreren Missionen und Aktivitäten verbunden ist. Dort findet ein Gangangriff statt, VIP-Jobs finden dort statt, eine Kontaktmission, Dispatch 5 hat ein Ziel oben auf dem Dach, dort findet man eine Luftfracht-Nachschubsmission, und ein RC Bandito Zeitrennen ebenfalls. Ich könnte diese Mission umgehen, da ich eine mögliche Problemumgehung sehe, bei welcher das aktuelle Design in den Missionen bleibt und das neue auf den Free Room beschränkt ist. Aber was ist mit den Aktivitäten, die im Free Room stattfinden? Ich persönlich denke, es ist eine verlorene Sache. Das Casino war dagegen von Anfang an von Rockstar Games geplant. Also zusammengefasst schreibt er hier, dass die Location vom Mile High Club Gebäude mit so vielen Missionen belegt ist, dass man diese nicht einfach ersetzen kann und diese Baustellen-Location ja durch ein richtiges geschlossenes Gebäude ersetzt. Die einzige Möglichkeit, die er hier sieht, und das ist jetzt wichtig zu merken, ist, dass man das Ganze eben auf zwei Maps aufteilt. Eine Baustellen-Map für Missionen und eine für die Open Lobby. Allerdings denkt er auch, dass das eher schwierig wird, weil es eben auch Open Lobby-Missionen dort gibt. Aber merkt euch eben mal den Punkt, darauf gehe ich gleich nochmal ein. Zu all dem kommt noch, dass diese Baustelle ein sehr wichtiger Schlüsselpunkt auf der Map ist. Unter Schlüssellocations verstehe ich ähnliche Sachen wie vorhin auch das mit der Firma. Damit die Welt von GTA einfach real wirkt und es eine reale, moderne Stadt ist, muss es eben bestimmte Locations geben wie ein Hafen, ein Flughafen, Wasser, ein See, vielleicht auch ein Fluss, keine Ahnung, eine Werkstatt, eine Polizeiwache und eben auch eine Großbaustelle. Genauso wie es auch Firmen geben muss. Es muss eine Post geben, es muss eine Bank geben. Wir hätten die Maze Bank oder die Flieker Bank.
dann muss es eben Bürogebäude geben. Es muss aber auch ländliche Regionen geben. Einfach mehrere Sachen, die es geben muss, damit eine, ja, Stadt, eine Map, wie auch immer, real rüberkommt. Und so ist es eben auch bei dieser Baustelle. Wir brauchen eine Großbaustelle, weil sonst ist eben das Prinzip, dieser Realismusfaktor einfach weg, weil so eine Schlüssellocation wegfällt. Jetzt kann man sagen, gut, es gibt ja noch mehr Baustellen auf der Map. Warum nehmen wir nicht einfach die dafür? Naja, es ist halt nochmal was anderes, ob es eine Wolkenkratzer-Baustelle ist oder ob es halt einfach eine Gebäudebaustelle ist oder halt so ein dreistöckiges Ding. Ja, klasse. Aber es geht ja hier wirklich um eine Wolkenkratzer-Baustelle und es gibt auf der Map kein vergleichbares Gebäude, das so heftig ist wie dieses. Das nächste Argument geht ziemlich schnell und ist, glaube ich, auch das Argument, was alles zerschmettert an Argumenten, die dafür sprechen. Und zwar, würden wir das Mile High Club Gebäude bekommen, hätte es Rockstar Games bereits beworben. Wir haben jetzt schon zwei Teaser bekommen, wir haben einen Newswire bekommen. Irgendwann hätte Rockstar Games das doch mal erwähnt, dass wir eben ein Mile High Club Gebäude bekommen, weil das ist ja schon wirklich groß. Und wenn man jetzt sagt, okay, Rockstar Games bringt eine Insel und das Mile High Club Gebäude und teilt es halt auf, es gibt einen Trailer nur für die Map, und es gibt einen Trailer nur für das Mile High Club Gebäude. Warum kam dann jetzt zwei Wochen am Stück kein neuer Hinweis, kein Trailer, kein Newswire-Post, gar nichts? Also ich denke, Rockstar Games hätte es bis jetzt schon beworben, wenn wir das Mile High Club Gebäude bekommen würden. Wem das aber immer noch nicht reicht, einen letzten Grund habe ich noch. Also bleibt dran, weil das ist jetzt wirklich das absolute K.O.-Kriterium. Und zwar der technische Aspekt. Auch dazu hat vor einiger Zeit der User Rollschuh im GTA-Forum schon Folgendes gepostet. Rollschuh ist übrigens ein Deutscher, kleiner Funfact am Rande, und er kennt sich eben sehr, sehr gut aus mit diesem ganzen Technikgedöns. Und er hat eben geschrieben, und jetzt wird wichtig, das, was ich euch vorhin bei Text zugesagt habe, was ihr euch merken sollt. Ich bezweifle sehr, dass sie einfach ein Exterieur über das alte Design packen. Ich meine, sie haben es auch nicht beim Casino getan. Und diese Entscheidung wäre auch keine gute Idee. Was ist mit dem Kran, den Szenerien, den Baugeräuschen etc.? Für den Kran müssten sie die Nah- und die LOD-Version des Modells bearbeiten und das ist das kleinste Problem. Ich meine, ihr erinnert euch, bevor das Casino rauskam und sie das Schild Opening Soon entfernt haben, das Schild war aus der Ferne noch sichtbar, wegen dem LOD. Und für die Szenarien, technisch gesehen, können sie sie von der Online-Karte entfernen, was bei Missionen nicht so schlimm wäre. Aber die Arbeitsgeräusche sind Teil der Karte. Sie können nicht einfach aus dem Free Roam entfernt werden und für Missionen wieder aktiviert werden. Und nach all dem, stellen Sie sich mal vor, was mit der Performance passiert. Wenn die Leistung schon durch das vollständige Ersetzen des Casinos immer noch sinkt, stellen Sie sich vor, es würde ein neues, massives Gebäude geben mit einer ganz detaillierten Baustelle darunter. Unmöglich. Also hier hören wir es auch nochmal aus dem technischen Aspekt von einem Profi. Die Idee von Text 2 mit einer Version vom Mile High Club Gebäude für Missionen und einer für die Open Lobby fällt damit raus und die PS4 und die Xbox One würden das Ganze auch nicht schaffen. Jetzt wiederum kann man ja sagen, okay, aber die Map schafft es doch anscheinend auch. Ja, da sind aber nicht so viele Props, also so viele Gegenstände auf einem Ort. Stellt euch vor, ihr legt zwei Locations, die voll detailliert sind, übereinander. Dann habt ihr ja direkt die doppelte Anzahl an Requisiten, die da rumstehen. Auf der größeren Karte, die wir jetzt bekommen, eine Insel, lädt das Spiel ja immer nur die, die auch in der Nähe sind. Und dann funktioniert das eben, weil es eben mehr verteilt ist und nicht so viel auf einmal. Gleicher Effekt, um es auszuprobieren, geht mit 30 Spielern an einen Fleck und es wird anfangen zu laggen, zumindest auf der PS4 und der Xbox One. Gehen alle 30 Spieler weiter auseinander und verteilen sich über die Map, wird es deutlich besser. Also ich denke, spätestens hier ist nochmal deutlich geworden, dass das Mile High Club Gebäude nie kommen wird. Und das, meine Freunde, war jetzt auch schon das gesamte neue Video. Ich hoffe natürlich, dass ich euch helfen konnte und euch mal ein bisschen über die Wahrheit aufklären konnte. Vielleicht haben sich viele von euch auch schon gedacht. Manche denken sich jetzt vielleicht, der erzählt mir das. Was soll ich denn jetzt glauben? Naja, ich habe euch Argumente gebracht. Könnt ihr drüber nachdenken, ob ihr die für sinnvoll erhaltet oder sagt, nee, der hat Argumente, aber nee, glaube ich nicht. Dann ist es so, kann ich auch nichts dran ändern, aber ich denke, den größten Teil von euch konnte ich hiermit überzeugen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal, um wirklich nichts mehr zu verpassen und immer die Wahrheit über die neuen GTA-Leaks zu hören. Und vor allem, Freunde, wenn du schon stolzer Abonnent von diesem Kanal bist, dann unterstütze mich doch gerne und teile dieses Video mit deinen Freunden, damit auch diese top informiert sind und wissen, was wirklich mit dem Mile High Club Gebäude passiert. Und zwar nichts. Klingt irgendwie so ein bisschen widersprüchlich. Damit sie wissen, was passiert. Nichts. Ah ja.
Nun gut, Freunde, an der Stelle mich jetzt aber auch wirklich raus. Wir sehen uns heute Abend im Livestream. Haut rein, bis bald und ciao.